Das sind die Themen. Dutzende chinesische Kampfjets fliegen Richtung Taiwan. Droht jetzt die Invasion? Russischer General packt aus. Das sind die nächsten Angriffsziele Russlands. Hesekiel 38. Erfüllt sich jetzt die Magog-Prophezeiung? Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir fangen zunächst einmal in Deutschland an, denn nach dem Anschlag in Russland mit knapp 140 Toten steigt auch in Deutschland die Gefahr von Terroranschlägen, besonders zur Europameisterschaft 2024. So wurde am 24. März Folgendes berichtet. Deutschland bereitet sich auf mögliche IS-Anschläge vor. Sicherheitsbehörden warnen gerade angesichts der Fußball-EM vor wachsender Terrorgefahr durch Anhänger des Islamischen Staates. Die Verdächtigen seien hochmobil. Die Bundesregierung stuft nach dem tödlichen Angriff auf eine Konzerthalle nahe Moskau und dem IS-Bekenntnis zu der Tat die Terrorgefahr auch hierzulande als hoch ein. Von dem mutmaßlichen verantwortlichen IS-Ableger gehe derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus. Und gerade bei der Fußball-Europameisterschaft, wenn Brot und Spiele mal wieder dem Volk präsentiert werden, um von der mangelhaften Politik Deutschlands abzulenken, werden natürlich auch die Gefahren erhöht, dass irgendwelche Anschläge passieren. Und wir werden sehen, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Lange bis zur Europameisterschaft ist es ja nicht mehr. Wir bleiben noch kurz in Deutschland und kommen damit zum Vizekanzler Robert Habeck, der tatsächlich auf einen Landkrieg Deutschland vorbereiten möchte. Denn bereits am 21. März wurde berichtet, Rüstung ankurbeln. Habeck will Deutschland auf Landkrieg vorbereiten. Vizekanzler Robert Habeck sieht Europa seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs am Scheideweg. Er fordert mehr Rüstungsproduktion, um die Bundeswehr für die Landesverteidigung zu wappnen. Deutschland und Europa müssen nach Einschätzung von Vizekanzler Robert Habeck angesichts der veränderten Weltlage aufrüsten. Und es geschah ja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dass eigentlich ganz Europa einschließlich Deutschland abgerüstet hat, weil man keine große Gefahr mehr gesehen hat, wofür man sich aufrüsten sollte. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall am Wachsen, weswegen es nachvollziehbar ist, dass Deutschland aufrüstet, denn würde tatsächlich ein Angriff auf Deutschland kommen, wäre die Selbstverteidigung alles andere als gewährleistet. Wir verlassen Deutschland und Europa und schauen mal, was China mittlerweile vorhat, denn wir wissen, auch da droht ja ein Krieg zwischen China und Taiwan. Und da schauen wir uns mal folgenden Artikel vom 24. März an. Da heißt es, China schickt Dutzende Kampfjets Richtung Taiwan. US-Admiral warnt vor Invasion. China rüstet einem US-General zufolge in einem seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gekannten Ausmaßes auf. Taiwans Verteidigungsministerium hat so viele chinesische Kampfjets und Kriegsschiffe in der Nähe der Insel gemeldet wie seit Wochen nicht mehr. Wie das Ministerium am Donnerstag, am 21. März mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 32 Jets sowie 5 Schiffe gesichtet. 20 der Kampfflugzeuge hätten die sogenannte Medianlinie überquert, die inoffizielle Grenze zwischen der Demokratischen Inselrepublik und der Volksrepublik China. Natürlich, so wie Russland die Ukraine als einen Teil Russlands betrachtet, so betrachtet auch China Taiwan als einen Teil von China, weswegen wir in China und Taiwan denselben Konflikt ausarten sehen könnten, wie es in Russland und der Ukraine der Fall ist. Wir sehen also, in der Welt gibt es sehr viele Kriegsherde und Kriegsgerüchte, genauso wie es auch prophezeit wurde. Damit kommen wir einmal nach Russland und auch wenn jetzt der IS sich zum Anschlag in Russland bekannt hat, so gibt natürlich Russland nicht unbedingt jetzt dem IS die alleinige Schuld, sondern natürlich wieder vor allem dem Westen. So wurde am 26. März Folgendes berichtet. Putin gibt indirekt dem kollektiven Westen die Schuld für diesen Terroranschlag. Russlands Präsident Putin hat radikale Islamisten für den Anschlag auf eine Konzerthalle nahe Moskau verantwortlich gemacht. Die Auftraggeber seien jedoch im Westen zu finden, behauptet Putin. Nun, ob dies tatsächlich der Fall ist, kann ich natürlich jetzt nicht behaupten oder sagen, aber es ist natürlich vollkommen klar,
dass man hiermit mit diesem Anschlag, wo knapp 140 Menschen gestorben sind, das natürlich auch wiederum ausnutzt, um die Menschen noch aggressiver zu machen gegen den Westen, weswegen man davon ausgehen kann, dass auch der Krieg gegen die Ukraine noch heftiger und brutaler geführt wird als ohnehin schon. Und wir sehen, in was für gefährlichen Zeiten wir leben. Aber wir schauen uns auch mal, was ein ranghoher General Russlands, der auch für den Ukraine-Krieg mitverantwortlich ist, im strategischen Bereich offenbarte, was denn die nächsten Kriegsziele Russlands sein würden. Denn am 26. März wurde Folgendes berichtet. Im Interview mit dem Staatskanal Russia 1 packte nun ein russischer General ganz offen aus. Er offenbarte die militärischen Zukunftspläne der Russen. Generaloberst Andrei Mordwitschew sprach im Sender davon, dass die Invasion der Ukraine nur die Zwischenstufe sei. Die Ukraine sei nur der Beginn, bekräftigte er. Osteuropa, als auch die NATO-Staaten Polen, Estland, Litauen, Lettland und weitere sind laut Aussage des Generals perspektivisch danach dran. Generaloberst ist der dritthöchste Dienstgrad innerhalb der russischen Streitkräfte. Dass Russland also über die Ukraine hinausdenkt, militärisch gesehen, das sagt nicht irgendjemand, sondern einer der ranghöchsten Generäle in Russland überhaupt, weswegen man seinen Worten auch Glauben schenken sollte. Und wir wissen, Polen, Estland, Litauen, Lettland, das war ja alles auch Teil des Warschauer Paktes und Teile auch teilweise der Sowjetunion. Und natürlich möchte man das Ganze wieder zurückhaben. Das wäre so, als wenn die Türkei jetzt Kriege führen würde gegen die Länder, die damals zum Osmanischen Reich gehört haben. Ausschließen, auch das kann man natürlich gänzlich nicht. Aber natürlich, wenn wir uns jetzt das Ganze mal anschauen anhand biblischer Prophetie, da gibt es die sogenannte Magog-Prophezeiung, dass nämlich ein Land, im Land Magog jemand auftreten wird am Ende der Tage, der Krieg führen wird auch gegen Länder, unter anderem auch gegen Israel. Da schauen wir uns mal an, was geschrieben steht in Hesekiel 38 ab Vers 2. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal. Und weissage gegen ihn und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über dich und deine ganze Kriegsmacht. Und mit Magog verbündet sind unter anderem die Perser, also der heutige Iran. Ja, du wirst von deinem Ort heraufkommen, nämlich Magog, und zwar aus dem äußersten Norden. Hier müssen wir einmal festhalten, hier werden drei Orte erwähnt, die mit Magog in Verbindung stehen im Land Magog, nämlich Rosch, Mesech und Tubal. Einige Inside-Christen gehen davon aus und legen das so aus, dass mit Rosch Russland gemeint ist, mit Mesech Moskau und Tubal. Damit könnte ein Fluss gemeint sein, beziehungsweise der ein oder andere Fluss in Russland. Es gibt nämlich in Russland einen Fluss namens Tuba, also Tubal ohne L, und den Fluss Tobol, also statt U ein O. Und so sehen wir auf jeden Fall, dass auch dieser Name in Russland tatsächlich verankert ist. Und so gehen davon einige aus, dass mit Magog Russland gemeint ist. Und wir sehen ja auch, dass hier von einer Kriegsmacht die Rede ist. Und Russland ist natürlich eine Kriegsmacht, das kann man nicht leugnen. Und diese Kriegsmacht im Land Magog, die ist verbündet mit den Persern, mit dem heutigen Iran. Und einer der größten Verbündeten, neben Nordkorea zum Beispiel und China, ist der Iran heute von Russland. Dann wird gesagt, dass sich Magog im äußersten Norden befindet. Und da muss man immer von Israel ausgehen. Und wenn wir von Israel, von Jerusalem nach oben schauen, dann sehen wir natürlich im äußersten Norden das Land Russland. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass einige glauben, dass mit Magog tatsächlich Russland gemeint ist. Und da stellt sich die weitere Frage, wann wird sich diese Prophezeiung erfüllen? In der Endzeit, in der Drangsal, denn im Buch der Offenbarung heißt es über das Ende des tausendjährigen Königreiches Gottes auf Erden. In Offenbarung 20 ab Vers 7, und wenn die tausend Jahre vollendet sind, nämlich das tausendjährige Königreich Gottes auf Erden, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden, der ja tausend Jahre eingesperrt werden wird, und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer.
Und deswegen gehen auch einige wiederum davon aus, dass die Prophezeiung aus Hesekiel 38 und auch aus Hesekiel 39, wo es um Magog geht, sich nicht auf die Endzeit jetzt bezieht oder auf die Drangsal, sondern auf die Zeit nach dem tausendjährigen Königreich. Aber es kann natürlich auch beides sein. Was einst war, wird wieder geschehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und so müssen wir natürlich, wie auch Jesus uns sagte, die Zeichen der Zeit erkennen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal. Vielen herzlichen Dank dafür. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, vertrauen Sie keinen Politikern oder Parteien. Vertrauen Sie allein Gott, lesen Sie die Bibel und fragen Sie den Schöpfer um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König aller Könige, der Richter der Welt, der Friedefürst und Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.